Ich begrüße euch alle herzlichst hier bei The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone, dem ersten Expansion Pack der ersten Erweiterung zum großartigen Spiel The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, um mit mir gemeinsam ein weiteres Abenteuer von Geralt von Riva zu erleben. Und ich habe euch gleich hier nach dem ersten Starten des Spiels, nach dem Installieren des Addons dazugenommen. Es ist aktuell 1.27 Uhr in der Nacht. Um Punkt 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit, vor 27 Minuten, wurde der Download freigegeben. Und ja, was soll ich sagen? Ich konnte nicht widerstehen und musste einfach wach bleiben, um jetzt direkt mit euch gemeinsam hier die ersten, ich sag mal, etwa 20 Minuten aufnehmen zu können. Und ihr seht schon im Hintergrund verborgen, es ist ein neues Menübild, es ist ein neuer Soundtrack und es wird ein neues Spielerlebnis sein. Ja, ihr seht übrigens bereits im Videotitel, Video 228 heißt im Klartext, ja, ich habe die Hauptstory bereits vollständig aufgenommen. Und Mann, der Soundtrack ist schon genial. Ja. Wir werden das Ganze hier somit nach der Hauptstory spielen, auf die ich mich aber nicht beziehen werde, auf die sich auch das Addon nicht bezieht und auf die ich auch nicht eingehen werde, da ihr diese ja parallel zum Addon weitersehen könnt, werdet, solltet. Ich werde das Ganze hier unabhängig von dem Hauptprojekt behandeln und deshalb auch oben gesondert noch einmal mit Video 1 beginnen, damit ihr euch gut orientieren könnt. 228 heißt quasi nach dem letzten Video der Haupthandlung von The Witcher 3. Und Part 1 heißt das erste Video des Addons. Okay, vielen Dank für den Kauf der Erweiterung Hearts of Stone. Ich habe direkt den ganzen Season Pass gekauft. Sie kann auf drei Arten gestartet werden. Wahl von vorne. Bei Beginn eines neues Ich bin ein bisschen aufgeregt, müsst ihr wissen. Beim Beginn eines neuen Spiels wird die erste Quest von Hearts of Stone automatisch deinem Tagebuch hinzugefügt, sobald du den Prolog des Basisspiels abgeschlossen hast. Beginne diese Quest, sobald du genügend Erfahrung gesammelt hast. Mindestens Stufe 30, die habe ich erreicht. Laden eines gespeicherten Spielstands. Beim Laden eines gespeicherten Spiels wird die erste Quest von Hearts of Stone automatisch deinem Tagebuch hinzugefügt, sofern du den Prolog des Basisspiels abgeschlossen hast. Haben wir logischerweise. Ja, pipapo, mindestens Stufe 30 haben wir. Wahl von nur Hearts of Stone. Wähle neues Spiel Hearts of Stone, um die Erweiterung mit einem speziell vorbereiteten Charakter auf Stufe 32 zu spielen, der über bestimmte Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten verfügt. Wäre Schwachsinn, da wir uns ja einen guten Geralt von Riva selbst zusammengebastelt haben. Ja, viel Glück auf dem Weg. Das nehme ich an und drücke auf OK. Oh Mann. Hearts of Stone installiert, Blood and Wine demnächst verfügbar. Hier sitzt also Geralt mit der schweren Bärenrüstung. Jetzt werdet ihr doch ein bisschen von dem, ja, aufgeklärt, was euch noch im Hauptspiel erwarten wird. Denn tatsächlich werde ich die meisterhafte Rüstung der Bärenschule herstellen, die er hier trägt, soweit ich das sehe, oder? Gut gemacht. So, trotz alledem, wir laden Eisenseites Schatz, ganz genau. Das ist der letzte Spielstand, den ich damals gemacht habe, noch in der 1.08 Version. Nach dem letzten Video, das ich aufgenommen habe. Ja, ich sag mal, bevor das Addon erschienen ist und bevor ich aber eine kleine Pause von Switcher eingelegt habe. Das heißt sozusagen, nach der Haupthandlung habe ich diesen Spielstand angelegt und mir danach eine kleine Verschnauspause gegönnt. Aber jetzt natürlich zum Addon bin ich wieder da. Ich hoffe, dass ich mit der Steuerung recht gut klarkommen werde, aber bitte da kleinere, ja, Gedächtnislücken zu entschuldigen. Und Mann, oh Mann, oh Mann, bin ich gespannt auf das Addon. Ich habe mir extra kein Testvideo angeguckt, ich habe mir keine langen Informationstexte durchgelesen, da ich mich wirklich wie damals bei The Witcher 3 selbst vollkommen überraschen lassen will. Und ich hoffe, dass ich auch überrascht werde. So, wir sind hier auf Skellige auf Spickerog. Mehr will ich gar nicht verraten. Ich will euch auch nicht zu viel von der Spielwelt zeigen. Hearts of Stone. Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung Hearts of Stone. Deine aktuelle Quest wurde gegen die erste Quest von Hearts of Stone ausgetauscht.
Wir empfehlen grundsätzlich, die Erweiterung erst mit einem Charakter der Stufe 30 zu spielen. Viel Spaß und viel Glück auf dem Weg. Vielen Dank. Du hast neues Spiel. Ja, ja, pipapo. Das sei uns mal egal. Runenschmied. In der Erweiterung Hearts of Stone kannst du einen Runenschmied finden, der mit dem Symbol Buch auf der Karte markiert ist. Dieser neue Handwerker ist der einzige seiner Art. Er stammt aus Fernland, aus einem Fernland und kann arkanes Wissen einsetzen, um deine Ausrüstungsgegenstände erheblich zu verbessern. Such ihn auf und sie selbst. Gerne, gerne. Ja, diese kleine Aussicht hier gönne ich euch mal. So, ihr habt gelesen, die Quest wurde ausgetauscht. Ich muss mal ganz kurz in die Einstellungen gehen. Denn tatsächlich glaube ich, dass ich die Anzeige bearbeitet habe. Genau, Log-Anzeigen, ja. Und dann gehen wir mal ganz kurz in unser Tagebuch. Ah, ja. Ihr müsst wissen, ich habe tatsächlich bis auf einen Hexauftrag, eine Schatzsuche, alles abgeschlossen. Und ja, auch wie ihr sehen könnt, Hauptquest ist nicht mehr allzu viel da. Nebenquest auch nur noch Gewinnkarten, Gewinnaufgaben. Daher, ja, haben wir zum Video 228 sozusagen das Spiel grundlegend grob durchgespielt. Aber wie gesagt, mehr will ich euch gar nicht verraten. Wir haben hier aber eine neue Aufgabe. Das scheint es dann endgültig zu sein. Der zarte Hauch des Bösen. Empfohlene Stufe 32. Sieh dir das Anschlagebrett beim Sieben Katzen an. Als Geralt mir später die Geschichte erzählte, die am Anschlagebrett beim Sieben Katzen ihren Anfang genommen hatte, erwähnte er, wie sehr er sich von diesem Ort angezogen gefühlt hatte. Als hätte eine unbekannte Macht gewollt, dass er an jedem Tag zu jener Stunde dort erschien. Ich schenkte diesen Worten keine Beachtung, bis ich die ganze Geschichte kannte. Da wurde mir klar, dass ihr Anfang kein Zufall gewesen war. Oh Mann, die Quest startet also in Novigrad. Tatsächlich. Tja, dem Spoiler so trotz würde ich sagen, laufen wir jetzt einmal hier über Spikerok. Ein anderer Wahl bleibt mir auch gar nicht. Ebenfalls übrigens für euch ganz interessant vielleicht zu wissen. Oh, ich liebe die Musik von Spikerok. Ja, all das, was ihr hier seht, wird erst später in der Haupthandlung eine Rolle spielen. Daher seht es mal als eine kleine Präsentation der wunderschönen Spielwelt, die euch noch erwarten wird. Wir spielen jetzt auch offiziell die 1.10-Version. CD Projekt hat die 1.09er-Version nämlich übersprungen. Da, wie sie gesagt haben, so viel neuer Inhalt in dem letzten 16-GB-Patch ist, dass man diese Version durchaus auslassen kann. Vielleicht ganz kurz noch mal was ganz interessant sein könnte für die von euch, die sich dafür interessieren. Unsere aktuelle Ausrüstung, die ich euch auch mal präsentieren möchte. Die Anordnung ist neu. Das fällt mir direkt auf. Wir haben die Winterklinge als Stahlwaffe. Schicksal als Silberschwert mit drei freien Runenplätzen. Die meisterlich gefertigte Bärenrüstung, meisterlich gefertigte Bärenhandschuhe, Bärenstiefel, Bärenhose und sogar die Bärenarmbrust. Ausgerüstet haben wir überlegene Schwalbe und Schinkenbrötchen. Ja, das sollte das Wesentliche gewesen sein. Die Symbole sind neu. Tatsächlich, die Glyphensymbole sind neu. Fällt mir direkt auf. Weltkarte wirkt wie gehabt, tatsächlich. Die Charakterübersicht. Hier scheinen mir die Mutagene neu zu sein. Ja, es ist natürlich schon alles ein bisschen vorweggreifend für diejenigen oder generell auf das andere Projekt, wo es um die Hauptstory geht. Das bitte ich dann wirklich zu verzeihen, aber ich muss das Spiel aufnehmen, Leute. Und ich möchte euch auch nicht das Addon vorenthalten. Dann würde ich tatsächlich warten, bis Video 228 veröffentlicht ist. Dann
würdet ihr dieses Video hier und damit das heute erschienene Add-on erst sehr, sehr spät sehen. Und das möchte ich euch nicht vorne wegnehmen. Oder eher, ich möchte es euch vorne wegnehmen und es euch nicht vorenthalten. So rum. Ja, das war es. So, Schnellreise. Wie gesagt, seht das Ganze hier als eine kleine Präsentation von dem, was euch noch erwarten wird. Wir wollen nach Novigrad. Und wir wollen zu dem guten Gasthaus Die Sieben Katzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich bin gespannt, wie jetzt hier der Einstieg in die Erweiterung laufen wird. Und würde aber auch sagen, wir werden gar nicht so viel machen. Denn wie gesagt, es ist mittlerweile 23 Minuten vor 2 in der Nacht. Und ich möchte gerne morgen zeitlich das Video veröffentlichen. Bei mir sind ja Gott sei Dank wunderschöne Herbstferien. Genau richtig getimt. Und ja, trotzdem muss ich sagen, meine Stimme, ihr hört es wahrscheinlich, ist auch schon von einem anderen Spiel, das ich heute recht häufig aufgenommen habe, etwas in Mitleidenschaft gezogen. Aber wie gesagt, diese einmalige Sache hier mit dem heute erschienenen Add-on, ich muss es einfach tun. Und wie gesagt, vorenthalten will ich euch das hier auf keinen Fall. Oh Mann. Und gerade die seltsame Narbe in Geralds Gesicht, die wir da im Hauptmenü gesehen haben, was es damit auf sich hat, werden wir hoffentlich auch erfahren. Und ihr merkt bereits, das Ganze scheint sehr mysteriös zu werden. Das ganze Add-on wird von der Handlung her, so wie ich das verstanden habe, auch unabhängig von der Haupthandlung laufen. Das heißt, ihr werdet von der Story selber nicht gespoilert. Ihr müsst keine Angst haben, dass euch irgendwelche Inhalte verraten werden. Demnach sollte das Ganze auch ganz gut, bis auf das, was ihr jetzt alles gesehen habt, neben dem Hauptprojekt zu sehen sein. Nur ich habe halt jetzt verraten, welche Rüstung ich nehmen werde und ein bisschen, Spickelrock gezeigt. Aber ich denke mal trotzdem, sollte man das nächste Video, was morgen erscheint oder was genau heute erscheint, von der Haupthandlung ohne Probleme sehen können. Die sieben Katzen kennt ihr ja bereits, wenn ihr aktiv das Projekt verfolgt habt. Hier sind mehr als sieben Katzen, übrigens für die, die es interessiert. Ich würde sagen... Lebe Radovid. Nee, nicht wirklich. Radovid... Genau, lang lebe Radovid. Ich wollte nichts von wegnehmen. Schauen wir mal nach. Was haben wir denn hier? Scheinbar den Einstieg in die Erweiterung. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Der zarte Hauch des Bösen. Kann mich mal sonst wo. Ah ja. Haben wir neue Aufgaben? Oh Gott, Zimmer zu vermieten, Tagesgericht, elegante Hochzeitsbegleiter, Auftrag Monster der Kanalisation. Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass Olgierd von Everreck eine großzügige Belohnung in Gold, Juwelen und beweglichen Gütern, Verhandlungssache, an jene zahlt, der in die Kanalisation von Ochsenfurt hinabsteigt und die Bestie tötet, die sich dort eingenistet hat und Unschuldige tötet. Wobei sie eine besondere Vorliebe für junge Maiden zu haben scheint. Am besten geeignet für die Aufgabe sind Personen mit Kampferfahrung, Soldaten oder vielleicht sogar ein Hexer, die beim Anblick von Ertrunkenen nicht sofort das Weite suchen, da die Kanalisation mit derartigen Unannehmlichkeiten angefüllt ist. Weitere Informationen erhaltet ihr im Garin-Anwesen nordöstlich von Novigrad. Fragt nach Olgierd von Everreck. Ah ja. Eine neue Aufgabe, wie es scheint. Aber warum wird mir die auch... Ah, Moment, Moment, Moment. Ich habe was vergessen. Ganz kurz am Auge kratzen. Nicht im Auge, sondern am Auge. Da. So. Der zarte Hauch des Bösen. Such Olgierd von Everreck. Wegen des Auftrags auf. Sehr gerne. Plötzlich kommst du mal. So. Ah, ist die Musik toll. So. Auch wenn wir jetzt die Schnellreise nutzen könnten, würde ich sagen, wobei 1000 ist schon recht anspruchsvoll, oder?
Ich schau mal kurz, wo wir hin müssen. Ja. Mach langsam. Ja, ich würde sagen, wir nutzen doch die Schnellreise. Streitlustig, wie? Ja, total streitlustig. So, einmal runter da. Ach, der Wagen wird noch lustig, Leute. Hier steht da oben schon ein Schuh, denn der Wagen gehört einem Schuster. Das wird doch lustig. So, Schnellreise. Und da wollen wir einmal hier oben hinreisen, genau hier. Chateau Franche oder so ähnlich. Das ehemalige Anwesen eines sehr, sehr vermögenden Adeligen, der jetzt scheinbar nicht mehr da wohnt. Von hier aus sollte es nur ein Katzensprung sein. Ihr habt gehört, ein Monster, das eine Vorliebe für junge Maiden hat. Oh Mann. Und ich muss sagen, nach einer langen Pause ist es wundervoll, wieder hier stinklangweilig bei The Witcher unterwegs zu sein. Plötze? Ich wollte schon fast sagen. So. Da würde ich sagen, auf geht's in Richtung Olgiert. Was ein seltsamer Name. Oh Mann. Es ist toll. Es ist toll, wieder hier zu sein. Bei The Witcher. Martins Hof. Ja, aber nicht das, was ich suche. Na komm, plötzlich nicht stehen bleiben. Oh Mann. Garin Anwesen. Das haben wir schon mal gefunden. Oh Mann, und The Witcher hat mir gefehlt, wisst ihr das? Oh. Okay. Das ganze Anwesen ist übrigens neu, das gab es vorher nicht, da bin ich mir recht sicher. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ja, definitiv neu. Bin ich mir recht sicher. Bist du der Irre, der die Könige abgemurkst hat? So ein Mist. König abgemurkst, stimmt nicht wirklich. Hey da, Typ. Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgiert von Everreck. Ah, der ist drinnen. Olgiert von Everreck. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Ah ja. Ah ja, ah ja. Das glaube ich dir natürlich. Ja. Was für eine Truppe ist das denn bitte sonst hier? Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adeligen. Alle. Und Töchter. Also, erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Oh, wie kreativ. Die Freie Armee Redaniens. Ist jetzt die Frage, wie sie Radovid gegenüber gesinnt sind, wenn ihr mich fragt. Ja, aber Olgiert, wo finde ich ihn?
Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everick hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein, ich bin Olgierd. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Lass mich raten, Olgierd ist genau derjenige, dessen Modell nicht geladen wird. Ein Haufen Idioten. Nein, wir sind geschäftlich hier. Für so einen Quatsch haben wir eigentlich gar keine Zeit. Oh Mann, so genial hatte ich Geralt gar nicht in Erinnerung, wenn ich ehrlich sein darf. Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen. Aber die Zeit drängt. Holla, nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation. Olgierd von Everick soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst. Ist doch klar, als Hexer. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike im Arsch. Na gut, Meister Hexer, Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Komm, ich bring dich zu Olgier. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Und ich frage mich, warum der eine nicht geladen ist. Aber gut, Gott sei Dank spielt da keine wichtige Rolle. Okay, dann folgen wir mal unserem guten Wilden. Geralt von Riva. Wenn du Olgierd triffst, musst du sein Interesse wecken. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja. Aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Holla, du hast da aber feine Rasierklingen. Glaub mir, die können mehr als nur rasieren. Das haben meine Erfahrungen bisher gezeigt. Okay, darf ich dann? Oh. Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Gewiss eine Fangfrage, oder? Bildau reißt nicht mein Gebiet, muss zugeben, dass es mir gefällt. Mir sind die Werke von Gerns lieber. Ich bin wegen des Aushangs hier. Ich würde sagen, wir halten uns mal an den Tipp und versuchen sein Interesse zu wecken, indem wir unsere künstlerischen Kenntnisse anwenden und die Werke von Gerns mit ins Gespräch bringen. Eigentlich bevorzuge ich die Werke Pax Gerns. Ah, kovirische Schule. Kommst du aus Ochsenfurt? Nein, aber ich kenne jemanden, der da promoviert hat. Ah, Vorticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Ataman Olgierd, lang möge er leben! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman!
Kommt und trinkt mit uns! Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Bring uns Wein, Schätzchen. Was zu knabbern. Und ich muss sagen, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht und das Erdan hat mich bereits in seinen Bann gezogen. Ja, gibt es denn etwas zu feiern? Warum diese aufgelockerte Stimmung? Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen? Die von Herodors neuem Säbel. Ich habe einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Tradiziana! Ja, da würde ich mir 30 Dolche zulegen, die alle mit irgendeinem Namen versehen und dann ist hier 30 Tage Feierstimmung oder was. Oh Mann, ja, aber okay, kommen wir zum Geschäftlichen. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte Wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen. Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Vissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Ja, selbstverständlich, aber wir wollen wie immer natürlich ein bisschen über die Belohnung spekulieren, oder? Zuvor eine Formalität. Meine Belohnung. Keine Sorge. Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. Wie viel nimmst du? 300, 400 Kronen? 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Ja, da würde ich sagen, Leute, da können wir doch nicht Nein sagen, oder? Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf, dann ist die Belohnung dein. Betritt die Kanalisation von Ochsenfurt. Olgiret von Everreck. Den Eintrag würde ich mir noch gerne durchlesen und dann würde ich aber auch gerne an dieser Stelle erstmal einen Schnitt machen und beim nächsten Mal werden wir dann gemeinsam die Kanalisation betreten. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Guckt einfach nicht hin, Leute. Olgier. Olgier von Everreck. Ich weiß bis heute nicht, was Geralt dazu brachte, jenen Auftrag von Olgier von Everreck anzunehmen. Die berüchtigte Hexerneugier. Eine erschreckend leichte Börse. Vielleicht noch ruchlose Kräfte. Wie auch immer, Geralt beschloss, den berüchtigten Edelmann aufzusuchen und sich um die Belohnung zu bemühen, die auf das Monster in der Kanalisation ausgesetzt war. Der Hexer erkannte sofort, dass Olgiert ein ganz spezieller Charakter war. Er führte einen formlosen Trupp an, der den Boden anbetete, über welchen er zu wandeln geruht hatte. Olgiert unterschied sich dabei deutlich von seinen Truppmitgliedern. Er war ein gebildeter Kunstliebhaber und Anhänger eines gewissen Adelskodexes. Und da war auch noch etwas Undefinierbares an dem Mann. Etwas, das der Hexer Jahre später als Lehre, die danach schreit, ausgefüllt zu werden, bezeichnen würde. Also ein mysteriöser Charakter. Und ich würde sagen, was es mit dem Monster, dem zarten Hauch des Bösen und vor allen Dingen der Kanalisation von Ochsenfurt auf sich hat, all das erfahren wir gemeinsam beim nächsten Mal hier bei The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone. Und ich denke mal, dann wird es erst so richtig losgehen. Das war jetzt nur die grobe Einweisung, in der ich überwiegend gequatscht habe. Aber okay, es geht also auch nach Ochsenfurt.
Und darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der erste kleine Einblick hier in das Add-on. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, Leute.